Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick der Segelvereinigung Sinsdorf, fast live aus dem Jahr 2019. Ich möchte zuerst etwas eingehen auf die Ausbildung, die wir geleistet haben, dann auf Sondertermine und Aktionen, anschließend natürlich auch noch auf unsere Investitionen, was wir uns in diesem Jahr gegönnt haben. Außerdem haben wir noch externes Feedback gegeben und ich möchte noch einen kleinen Ausblick in das nächste Jahr geben. Steigen wir direkt ein mit dem Erwachsenensegeln. Das hat in diesem Jahr überwiegend Daniel gemacht und der Personenstamm von den Leuten, die da gekommen sind, der war relativ stabil. In der Opti-Ausbildung waren Henning und Florian aktiv. Immer wieder hat es auch Unterstützung von David gegeben. Es sind relativ konsequent 7 bis 8 Kinder immer gekommen zum Training. Es hat die ganze Sommersaison über stattgefunden, in dieser Saison an einem Montag. Mit unserer Opti-Flotte, die war teilweise auch ganz gut ausgelastet, ist natürlich immer abhängig dann ein bisschen vom Wetter. Aber im Großen und Ganzen ist die Opti-Ausbildung sehr gut vorangegangen und die meisten Kinder können auch mittlerweile sehr, sehr gut segeln, muss man sagen. Und wir freuen uns auf die Ausbildung im nächsten Jahr und ich danke nochmal ganz stark Henning und Florian, die haben wirklich eine super Arbeit gemacht in diesem Bereich. Der nächste Bereich, Jollentraining, das habe ich gemacht mit der Unterstützung von Per und Luise. Die sind auch jetzt übrigens gerade mit Florian zusammen bei dem Lizenzlehrgang für die C-Lizenz. Kleine Side-Info sozusagen. Und das Jollentraining war untergliedert in 2 Gruppen, die Gruppe 1 und Gruppe 2. Gruppe 1 so als Einsteigergruppe und für die Leute, die sporadisch kommen, und Gruppe 2 als Gruppe für die Leute, die relativ häufig da sind, und da ist es dann schon ein bisschen fortgeschrittener. In der ersten Gruppe sind insgesamt 12 Leute, in der zweiten Gruppe sind insgesamt 11 Leute. Die beiden Gruppen sind hintereinander gelaufen und in der Nebensaison ein bisschen eingeschränkt gewesen. Da haben wir dann beide Gruppen einfach zusammen gemacht. Insgesamt hat das Training von April bis Oktober stattgefunden. Und zwar wurden 520 Wasserstunden geleistet. Wir hatten dafür 4 Fevers im Einsatz, die Vision und den Laser. Und das macht dann 12 Plätze pro Gruppe. Insgesamt kann man sagen, dass es eine total tolle Gruppe ist. Auch hier können fast alle wirklich mega gut segeln. Der Zusammenhalt in der Gruppe ist toll. Auch gerade wenn beide Gruppen zusammen sind, ist das auch super. Dann kommt auch trotzdem jeder mit jedem klar. Genau, wir haben so ein paar Special-Aktionen gemacht. Wir sind Picknicken gefahren, eine Schatzsuche haben wir gemacht. Und ich denke auch, also das war für alle eine tolle Saison. Und ich freue mich auf jeden Fall persönlich sehr auf die nächste. Was jetzt erstmal ansteht, ist Hallentraining. Hallentraining haben wir im letzten Jahr auch gemacht, und zwar in der Halle Schesler-Kehre. Hauptsächlich haben Chris und Friederike das organisiert. Wir waren immer so 12 Leute über den Daumen und es ist mittlerweile halt ein etablierter Block zu unserem Training geworden. Deshalb ist es jetzt auch nicht mehr bei der Sonderaktion-Ecke dabei, sondern bei der Trainingsecke. Das Training findet ungefähr 2-mal im Monat statt. Wir machen verschiedenste Sachen, so Spiel, Spaß, Sportmäßig. Eher weniger leistungsorientiert wie üblich, sondern eher ein bisschen auf Fun ausgelegt. Das ist einerseits toll, weil man dann auch über den Winter fit bleibt. Andererseits hilft es natürlich auch, dass man die anderen Leute aus dem Verein über den Winter sieht und dass man nicht dann irgendwie wiederkommt und denkt sich, oh, wer sind die ganzen Namen? Wer sind die ganzen Leute? Was haben die für Namen? So ist richtig. Sondern man bleibt einfach ein bisschen zusammen. Ja, das finde ich toll. Jollentheorie haben wir auch gemacht, 2 Termine davon im März, einfach sozusagen den Trainingsbeginn ein bisschen vorgezogen. Wir haben uns schon mal angeguckt, wie baut man ein Boot auf, wie gehen die ganzen Knoten so. So eine Sachen halt, ein bisschen Vorfahrtsregeln, dies, das. Gemeinsame Arbeit war auch ein Highlight. Wir hatten diverseste Termine mit vielen Helfern, im Wesentlichen Henning, Daniel, Viktor, Jan, die möchte ich an dieser Stelle mal besonders hervorheben. Organisiert hat Daniel das Ganze. Das ist auch eine super Erleichterung für die übrigen Leute im Vorstand. Es waren hauptsächlich Bootsreparatur- und Gartenarbeitstermine. Hier sieht man jetzt ja, sowohl als auch unten zum Beispiel ein paar Fotos vom Bootsaufbau, oben von der Gartenarbeit mit dem Rasenmäher. Sieht man ja.
Was wir dieses Jahr nicht machen mussten, ist putzen. Jedenfalls nicht das Sanitärgebäude. Da gibt es mittlerweile einen Putzdienst für. Das ist auch total super, weil das auch echt eine nervige Sache war, dass man an meinen Schulen hinterher putzen musste. Das haben wir jetzt outgesourced. Da werden jetzt Leute für bezahlt, die das tun. Trotzdem bitte immer alles sauber halten und unseren eigenen Pavillon müssen wir natürlich auch noch weiterhin selber putzen. Aber das dürfte kein Problem sein. Ein Schnuppersegeln haben wir veranstaltet am 25. Mai. Es gab da ein paar Besucher. Es war jetzt nicht so toll. Dabei war eigentlich mega gutes Wetter. Okay, man sieht das jetzt nicht so, wir haben alle noch eine Jacke an, aber im Vergleich dazu und zu den letzten Schnuppersegeln, wo wir teilweise noch Schnee hatten, war es eigentlich echt super vom Wetter her. Ja, das ist ein bisschen paradox, ist das Wetter schlecht, kommen viele Leute, ist das Wetter gut, kommen wenig Leute. Also ich begreife es nicht, aber ein paar sind gekommen, ein paar sind, glaube ich, auch hängen geblieben. Super, wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Termin haben wir, glaube ich, fast. Die FEWA-WM hat stattgefunden, außerdem ein paar Trainingslager. Friederike hat das organisiert. Kudos gehen raus. Ende Mai hat das Ganze gestartet in den Niederlanden, in Medemblik. Da waren dann Friederike, Lasse und Lupe, also Luise und Per. Mitte August in Italien, gleiche Konstellation. Ende August Bremen. Da waren dann insgesamt 7 Leute. Zwischendurch war, glaube ich, auch noch was auf der Elbe. Da habe ich aber keine Daten mehr zu gefunden und keine Fotos, aber das gibt, glaube ich, schon einen guten Einblick darin, dass mit uns vieles möglich ist und wer will, kann auch durchaus mitkommen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, segeln zu lernen. Nicht so gut segeln gelernt, aber trotzdem eine coole Aktion war unser Vollmondsegeln. Das fand Mitte September statt. Es gab ein Lagerfeuer, es gab, war halt Nacht, wenig Wind, 18 Besucher waren da, Mitternacht ist so der letzte gegangen. Motto war Segeln statt Nebeln. Parallel haben nämlich noch die Hammer Cruise Days stattgefunden und wir sind natürlich mit deutlich weniger Schadstoffausstoß durch die Nacht gekommen. Also bei den Booten natürlich gar nicht. Dafür haben wir ein schönes Feuer gemacht. Das war auch ein echter Magnet für alle Leute, die nicht gesegelt sind. Ansonsten waren wir auch mit 4 Booten auf dem Wasser. Ja, die Vision war unterwegs. Die VB, wie man sieht, war unterwegs und dazu hatten wir noch 2 Fähren auf dem Wasser und unser Motorboot. Es war eine coole Sache. Mal schauen, ob wir 2020 wieder einen schönen Vollmond erwischen. Ich glaube, es sieht schwierig aus, weil wir keinen Vollmond auf dem Samstag haben, aber wir schauen mal, was wir machen können. Knicklichter sind noch vorgeschlagen worden als Verbesserungsvorschlag. Wir werden sehen. Was wir auf jeden Fall wieder machen, ist eine Ferienpassaktion. Wir haben Ferienpassaktionen gemacht, einmal in der Jollen-Variante. Das war dann mit Chris und Elsa. Ende Juli fand das statt. 8 Leute waren da, genau sieht man auch auf dem Foto sonst. 11 bis 14 Jahre war die Zielgruppe. Wir hatten Segelkenntnisse vorausgesetzt, Grundkenntnisse hatten auch alle soweit. Ging auch ganz gut. War schön, dass auch viele Leute aus dem Verein da waren. Ne, viele Leute waren nicht, aber ein paar Leute waren aus dem Verein da. Und es waren auch viele Leute nicht aus dem Verein da und ein paar Leute waren nicht im Verein und sind jetzt im Verein. Das ist natürlich auch klasse. Was wir auch gemacht haben, ist eine Opti-Ferienpassaktion. Die haben Henning und Viktor organisiert. Da waren auch Leute da, die man zählen kann. Also es war auch wieder gut ausgelastet. Wir hatten alle Plätze belegt. War nett. Ja. So viel kann ich nicht dazu sagen, weil ich halt nicht da war. Wo ich auch nicht da war, ist das Opti-Wochenende. Das war von Freitag auf Samstag auf jeden Fall. Und waren viele Opti-Segler da, sind gesegelt, haben da übernachtet. Nina Schulte und Henning haben das organisiert. Boah, es war auf jeden Fall eine gute Sache. Am Ende gab es noch, da kommen die Fotos jetzt her, also es sind nicht alles Opti-Segler, da kamen die Fotos her. Ein gemeinsames Segeln für alle. Auch eine super Sache, ist toll angekommen bei den Kids, hat, glaube ich, den Gruppenzusammenhalt auch nochmal echt gestärkt. Und auch eine sehr gute Sache ist die Familienfreizeit in Plön gewesen. Das waren auch wieder 2 Tage, es war im Herbst. Es war erst nicht so wahnsinnig windig und dann am zweiten Tag kam der Sturm, wie das immer so ist. Von einer Extrem ins andere. Das haben Henning und Katrin organisiert, Katrin Weimann. Und auch das ist im nächsten Jahr wieder in Wiederholung geplant.
Unsere Optis waren da, ein paar Trainer, ein Privatboot, der Laser ist auch mitgekommen, ist aber nicht gesegelt. Eine Fever, zwei Kids aus der Fever-Gruppe waren da. Und es waren auch wieder viele Leute beteiligt, die nicht im Verein Mitglied sind und die dann trotzdem aber mal ein bisschen Segelerfahrung gesammelt haben. Auch natürlich immer eine gute Sache. Das Ganze hat stattgefunden in Plön, genau am Plöner See, auf einem Campingplatz. Jeder hat selber für seine Unterbringung gesorgt, dass die Familien auch ein bisschen Zeit für sich hatten sozusagen und nicht dann irgendwie alle zusammengepfercht. Also das war eine faire Sache. Ganz anders das Erwachsenenwochenende. Also nicht, dass das nicht auch gut war, aber das war halt nicht in Plön, sondern wieder bei uns in Neuland. Und es war auch nicht über Nacht, es waren aber trotzdem 2 Tage. Und es war auch nicht für Familien ausgelegt, sondern eher nur für die Erwachsenen oder die Größeren. Es ging hier tatsächlich mal darum, ein bisschen intensiver zu segeln als unter der Woche. Daniel und Henning haben das veranstaltet. Und ja, also es ist gut angekommen und es haben alle wieder ein bisschen Praxis gesammelt. Was im Moment läuft, ist die Ausbildung zum Sportbootführerschein. Jetzt muss ich aufpassen, Binnen- und Segeln. Da findet im Moment die Theorie für statt. 10 Teilnehmer kommen da ungefähr. Ende Dezember ist dann aber erst, Anfang Dezember ist dann erstmal Schluss und danach geht es dann nochmal weiter mit ein bisschen Theoriewiederholung, wobei das meiste tatsächlich auswendig lernen im Buch ist. Also es geht weiter mit ein bisschen Theoriewiederholung. Ich will keine Kollektenpredigt halten. Und dann im Frühjahr kommt die Praxis und dann im Sommer oder im Frühling hoffentlich dann die offizielle Prüfung zu dem amtlichen Sportbootführerschein. Mal sehen. Jetzt sind wir den ganzen Ausbildungsblock durch. Einmal Luft holen, einmal einen Schluck trinken. Und dann geht es weiter mit unseren Investitionen, die wir getätigt haben. Spannend. Wir haben 2 Boote getauft. Ich hatte ja eigentlich vorgeschlagen, die Christopher und Hirsch zu nennen, aber das ist leider nicht durchgekommen. Jetzt heißen sie Greta und Holly. Das sind allerdings auch 2 sehr schöne Namen, wie ich finde. Letztes Jahr haben wir Greta schon in den Dienst gestellt, aber dies Jahr erst getauft. Und Holly haben wir dieses Jahr ja, relativ spontan erworben. Man könnte auch sagen, sie ist uns zugelaufen. Ist vorher auf der Alster unterwegs gewesen und dann über ganz verschlungene Umwege wieder zu uns gekommen. Oh, schönes Bötchen, kriegt noch neue Segel, sind schon bestellt, müssen noch abgeholt werden. Und die beiden Boote sind von Rubina und von David dann getauft worden, auch im Rahmen des Schnuppersegelns übrigens, falls euch die Bilder irgendwie bekannt vorkommen. Was auch noch neu ist und es auch zugelaufen ist, ist der Laser, den haben wir dann noch tatsächlich geschenkt bekommen, da müsst ihr nichts für bezahlen. Der ist relativ alt, aber noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Das war ein Garagenfund, da hat eine Frau aus Eisendorf ihre Garage aufgeräumt und gesagt, hey, huch, was ist das denn? Sieht ja aus wie ein Boot, naja, brauche ich gerade nicht, wer könnte sowas brauchen? Hat sie in die Zeitung geguckt und dann hat sie einen Artikel über uns gesehen, hat sie gesagt, naja, Segelverein, das klingt ja gut, vielleicht brauchen die ein Segelboot und hat sie uns angeschrieben. Oh, und dann ist Henning dahin gefahren und hat gesagt, ja, das nehmen wir mit. Oh, seitdem haben wir dieses Boot. Das ist hervorragend. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen an dem Boot optimieren. Also ein paar Beschläge müssen noch neu. Neues Segel haben wir noch geplant. Und es ist aber in diesem Jahr schon gut in der Ausbildung gelaufen. Wird gut angenommen. Ist ein schönes Boot. Kann man auch mal alleine segeln. Auch alleine, aber nicht segeln, kann man unser neues Motorboot. Das war total toll. Es ist leider immer noch so langsam, weil es der alte Motor ist. Aber wir haben einen neuen Rumpf. Es ist mega bequem, da zu sitzen. Er ist aus Alu. Das heißt, wir müssen uns da keine Gedanken über Rost machen. Und wir müssen uns auch keine Gedanken machen, wenn wir mal wieder über einen wahnsinnigen Schwimmer fahren, dass wir da eine Delle im Boot haben. Nein, kleiner Spaß. Es geht mehr so darum, dass wenn wir das bei uns über die Betonslip-Rampe ziehen und da mal einer irgendwo gegenfährt, dass das nicht gleich kaputt ist. Also deshalb schöner Alu-Rumpf. Fällt auch nicht mehr auseinander wie das aktuelle Boot oder das vorherige Boot, muss man ja sagen. Haben eine Fernsteuerung, Steuerrad, das heißt, man kann auch mal eine Hand tatsächlich frei benutzen und muss nicht immer mit einer Hand hinten in einem Rücken rumwuseln. Wie haben wir das finanziert? Das ist ja nicht ganz billig gewesen. Wir sind ausgezeichnet worden mit dem Stadtteilpreis der Hamburger Morgenpost und der PSD Bank. Und haben in diesem Rahmen 4.500 Euro bekommen für unser Motorboot.
Das ist auf jeden Fall eine super Sache gewesen. Hier unten rechts sieht man noch, habe ich noch schön ein Foto mit Melanie Leonard gemacht. Das ist die Sozialsenatorin von Hamburg und war Schirmherrin von dem Preis. Oben sieht man noch rechts den Chefredakteur der Hamburger Morgenpost. Da durfte Henning dann noch eine kurze Rede halten. Genau, und Rebecca hat uns noch begleitet auf diese Preisverleihung. War sehr schön. In, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, in Ottensen. Auf, ja, in Ottensen war das, also Altona. War eine halbe Weltreise, denn wir sind natürlich auch umweltfreundlichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Haben alle mal wieder gezeigt, was wir für ein schönes Sakko haben. Hervorragende Aktion war das. Wo wir nicht so darauf achten mussten, dass wir gut aussehen, ist, als wir im Radio waren, musste ich einfach nur schön klingen. Ein Hamburger Akzent wollten die haben, ja, ist ja kein Problem. Ne? So, und da hat uns Jan Möller interviewt, beziehungsweise mich, der hat mich bei einem Training begleitet und hat uns dann einfach mal zugehört und daraus einen Beitrag gemacht im Radio. Der ist auch schon gesendet worden, findet man relativ einfach, wenn man eingibt Segelvereinigung Sinsdorf und NDR oder sowas. Und das ist ein richtig langer Beitrag geworden, 2,5 Minuten, glaube ich, fast. Und der ist richtig cool. Wenn ihr wollt, gebt das mal in eine Suchmaschine ein und hört euch das mal an. Am 13. Juni war der Kerl da, war super nett, war auch spannend, mal zu erleben, wie so eine Radiosendung entsteht und was dann am Ende von dem, was man sagt, wirklich gesendet wird. Es ist nicht das, was man eigentlich möchte, dass gesendet wird, sondern meistens so die Dönches, die man so am Rand erzählt. Ja, aber nichtsdestotrotz, super Sache für uns, glaube ich, eine tolle Werbung, toll den Segelsport in der Stadt repräsentiert. Und noch eine Auszeichnung haben wir bekommen, diesmal vom Deutschen Seglerverband. Da sind wir ausgezeichnet worden für die Ausbildung. Das sind wir vor 2 Jahren schon. Warum letztes Jahr nicht? Weil diese Ausbildung alle 2 Jahre vergeben wird. Weil unsere Auszeichnung so toll ist. Findet der Deutsche Seglerverband, finde ich auch. Finde ich total super, unsere Ausbildung. Eigenlob. Genau, das war auf jeden Fall auch noch eine tolle Auszeichnung. Jetzt möchte ich noch kurz ausblicken auf die nächste Saison. Erstmal jetzt ganz bald am 15.12. steigt unser Hallentraining wieder. Danach geht das weiter im neuen Jahr. 5.1. ist der Termin. Und die weiteren stehen auf der Internetseite. Am 27.02. oder 20.03. ist unsere Jahreshauptversammlung. Da müssen wir uns nochmal einig werden. Am 29.03. Bootsaufbau, am 13.04. Ostersegeln, 25.04. ist ein Umsteigertag für die Leute, die neu in der Fever sind oder noch nicht so wahnsinnig lange da sind. Am 9.05. unser Schnuppersegeln, vom 29.06. bis 3.07. ist der Ferienpass Opti. Am 17.07. bis 26.07. ist die Fever-Weltmeisterschaft in Lübeck. Vom 28.07. bis 31.07. der Ferienpasstermin fürs Jollensegeln. Vom 3.08. bis 5.08. findet eine Aktion der Jugendabteilung statt. Das ist noch nicht ganz, also es ist auf jeden Fall neu dann, aber es ist noch nicht ganz klar, ob es mit Übernachten ist oder ob es einfach 3 Tage und zu Hause schlafen ist. Müssen wir uns nochmal einig werden. Was noch so neu ist, dass es hier noch nicht draufsteht, ist der Termin für das. Für die Familienfreizeit, die findet statt am 1.5., also am Wochenende über den 1. Mai, wann auch immer das ist. Aber ich muss zu diesen Terminen noch sagen, die sind alle ohne Gewehr. Das ist ein Gewehr und das ist ohne Gewehr. So. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dass Sie sich hier diese ganzen Folien zu Gemüse geführt haben und verbleibe noch mit dieser schönen Winterimpression. Sage Tschüss und bis nächstes Jahr.